Was geht ab, Freunde? Misha hier. Willkommen zu einer neuen Recovery-Session. Heute sprechen wir über Kopfschmerzen und vor allem einfach über Spannungskopfschmerzen, die wirklich von hier hinten so hochziehen. Und ich muss euch ehrlich sagen, die meisten Kopfschmerzen sind damit vergesellschaftet, dass sie einfach irgendwo an der Muskulatur irgendwas spannt, irgendwas verkrampft ist. Und nur sehr selten hat es wirklich irgendwie extrem schwere pathologische Ursachen. Sollte man natürlich immer im Hinterkopf behalten, da könnte irgendwas sein und abklären lassen im Notfall. Aber ich würde wirklich erstmal ausprobieren, hey, vielleicht hilft das ja, wenn ich meine Nackenmuskulatur mobilisiere, wenn ich meinen Trapez mobilisiere. Und was ihr da machen könnt, das will ich euch heute zeigen. Ein ganz, ganz typisches Problem ist tatsächlich der Muskel Sternocleidomastoideus. Schwieriger Name, der verläuft von hier oben hier runter. Könnt ihr hier sehen, dieser Strang. Und das ist unser Kopfdreher. Hier auf der anderen Seite. Bei ganz, ganz vielen Leuten ist er unglaublich verkrampft. Wenn ihr einfach, also viele Leute haben auch die blöde Angewohnheit, zum Beispiel, auch wenn sie die Telefonhörer haben, halt irgendwie so rumzulaufen, statt ein Headset zu nehmen, da verkrampft sich das Ganze. Wenn ihr schlaft, auch immer auf derselben Seite schlaft, dann kann es sein, dass es sich verkürzt. Und ganz, ganz viele Möglichkeiten. Was ihr machen könnt, ist, dreht den Kopf in eine Richtung. Und jetzt macht ihr was richtig Fieses. Ihr greift diesen Muskel. Ihr greift ihn und ich kann euch versprechen, setzt euch dafür am besten irgendwo hin. Und sucht euch wirklich eine ruhige Stelle. Greift den Muskel und das zieht in den Kopf unglaublich stark. Reindrücken und wirklich tief ein- und ausatmen. Und versuchen zu entspannen. Probiert das mal für 10 Sekunden aus. Und dann lasst ihn wieder los und dann macht die andere Seite. Und das könnt ihr dann 3 bis 4 Mal wiederholen. Draufdrücken. Tief ein- und ausatmen. Und entspannen. Es tut weh, es wird aber mit der Zeit nachlassen. Also wenn ich bei mir jetzt da reingreife, dann zieht es mir auch nicht mehr in den Kopf. Bei Leuten, bei denen er wirklich verhärtet ist, und das sind leider die meisten Menschen, zieht es richtig mächtig in den Kopf und das ist so ein Zeichen, hey, da sollte ich ein bisschen mal dran arbeiten und den locker machen. Die nächste Problematik, die zu Spannungskopfschmerzen führen kann, ist die kurze Nackenmuskulatur, die wirklich hier hinten am Kopf ansetzt. Ganz, ganz kleine Muskeln, die hier hinten liegen und die wirklich diesen enormen Kopfschmerz verursachen können, der wirklich so hochzieht. Um die zu bearbeiten, könnt ihr einfach so einen Lacrosseball nehmen. Bekommt ihr online für 3 bis 4 Euro, schätzungsweise. Den könnt ihr einfach mal hier hinten reinlegen. Hier direkt unter dem Kopf platzieren und dann auf den Boden gehen. So, jetzt legt ihr ihn euch da rein. Und dann erstmal werden viele Leute einfach jetzt schon Probleme haben und sagen, hey, es zieht wie Sau. Aber das nächste, was ihr machen könnt, ist, den Kopf nach links und nach rechts zu drehen leicht. Dann erwischt ihr ihn noch besser. Tief ein- und ausatmen, wirklich entspannen. Macht die Augen zu, entspannt euch. Und um den Druck zu erhöhen, könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt einfach eure Hand auf die Stirn legen, dann vielleicht die zweite Hand auch. Und wieder nach rechts und links drehen. Und mach mal unbedingt auch nochmal Folgendes. Also überstreck nicht den Kopf nach hinten, sondern bringt ihn so fast schon ein bisschen so auf die Brust. Dann kommt ihr viel besser ran. Weil wenn ihr den Nacken so nach hinten überstreckt, dann kommt ihr da überhaupt nicht gut hin und verletzt euch am Ende vielleicht nochmal die Halswirbelsäule. Das heißt wirklich, Kopf so ein bisschen zur Brust bringen, so in Neutralstellung. Und dann kommt ihr deutlich, deutlich besser hin. Und so leicht drehen. Das ist eigentlich die ganze Kunst. Könnt ihr natürlich noch mal die Stellung verändern, etwas tiefer hingehen oder ein bisschen höher, je nachdem, wo ihr die Problematik habt. Das heißt, ihr müsst das selber spüren, selber fühlen, wo ihr da die Probleme habt. Und auch mal auf den Verhärtungen stehen bleiben. Tief ein- und ausatmen, entspannen und dann erst wieder weitermachen. Das nächste, was ihr machen könnt, um eure Probleme in den Griff zu bekommen, ist wirklich, diesen Rundrücken zu beseitigen. Dafür habe ich schon Videos gemacht, also wirklich Schmerzen in der Brustwirbelsäule. Das Video werde ich euch nochmal verlinken. Ansonsten einfach um die Schultern hier nach hinten zu bekommen. Weil wenn ihr immer so hier nach vorne mit den Schultern hängt, dann habt ihr hier eine enorme Spannung drauf immer. Und die Muskulatur versucht so dagegen zu zerren, nach hinten wieder, damit die wieder sich aufrichten kann.
Und das kann halt im Endeffekt zu Konflikten führen und das tut halt einfach weh. Nehmt so eine Peanut, ihr könnt das theoretisch, so ein Duo-Ball heißt das, ihr könnt aber auch theoretisch das Ganze mit dem Lacrosse-Ball machen und legt euch einfach auf den Boden. Wiederum ungefähr unter den Schlüsselbändern, unter den Schulterblättern platzieren und runtergehen. So, die Hände auf die Brust nehmen und die Stellen jetzt suchen, die Probleme bereiten. Ihr werdet merken, dass es erstmal so richtig schön knacken kann. So, und dann einfach mal ausrollen. Und dann die Stellen, die ihr, wo ihr merkt, hey, da ist es richtig hart, da mal draufbleiben. Und dann könnt ihr wirklich die Hände mal auch über den Kopf nehmen. Mal die eine, mal die andere und mit Bewegung arbeiten. Theoretisch könnt ihr das Ganze auch mit dem Lacrosseball machen und einfach um einiges gezielter arbeiten. Also wenn ihr dann merkt, ah, da habe ich richtig eine Verhärtung drin, dann geht da drauf und dann wieder mit Bewegung arbeiten einfach mal. Dann kriegt ihr das richtig gut raus. Auch mal mit Drehung, also ihr könnt wirklich auch mal ein bisschen drehen. Und damit könnt ihr wirklich viele, viele Verspannungen sehr, sehr gut lösen. Wichtig ist auch, eure Nackenmuskulatur wirklich einfach, simpel zu dehnen. Also eigentlich wirklich die Übungen, die wir schon alle aus der Kindheit kennen. Den Kopf nach rechts bringen zum Beispiel, hier die Hand drauflegen und dann mit dem Kinn auf die Brust. Bis ihr hier hinten einen deutlichen Zug verspürt, die andere Hand nach unten ziehen, also wirklich die Schulter so richtig nach unten ziehen und hier gegenziehen. Dann habt ihr hier viel, deutlich mehr Spannung nochmal drauf. Kopf zur anderen Seite drehen und auch hier wiederum das Ganze aufdehnen. Um das Ganze zu verstärken, könnt ihr mit so einem Band arbeiten. Einfach irgendwo fixieren und dann euch um die Schulter legen. Und dann kommt ihr viel besser dann aufstehen, Schulter nach hinten und unten bringen. Und dann könnt ihr hier deutlich mehr Zug ausüben. Wirklich auch mal den Kopf hier nach oben nehmen, dann kriegt ihr die Muskulatur hier vorne und ihr merkt, wie das Ganze hier schon richtig unter Zug ist, unter Spannung ist. Und hier könnt ihr natürlich auch mit der Hand, aber wirklich vorsichtig nachhelfen, bis es leicht zieht, dann das Ganze halten und weitermachen. Wiederum beidseits ausführen. Ich weiß, dass nicht jeder so einen Ball hat. Ihr könnt auch einfach wirklich eine Kettlebell zur Hilfe nehmen für den Anfang. Sag mal, mit dem Band ist es doch ein bisschen besser, weil ihr hier wirklich auch diesen Druck von oben habt. Geht theoretisch auch mit der Kettlebell hier richtig hängen lassen, dann bringt ihr die Schulter so richtig nach unten nochmal und erreicht hier auf dem Trapez einen deutlichen Zug. Und dann auch hier genauso die Dehnübung machen. Das nächste, was wir machen, ist den Trapez zu lockern. Der Muskel verspannt sehr, sehr gerne bei Leuten, die viel Kreuzheben zum Beispiel machen. Oder sehr viele Shrugs ausführen. Kann unheimliche Probleme bereiten. Funktioniert auch wiederum hier sehr, sehr gut mit so einem Lacrosseball. Irgendwo an die Wand gehen, den Ball irgendwo hier wirklich am Trapez platzieren und sich das Ding da reindrücken. Und jetzt werden jetzt merken, wie das in den Kopf zieht. Ein bisschen rollen, bis ihr so eine Stelle gefunden habt, die richtig hart ist. Und da bleibt ihr dann drauf, ausatmen, einatmen. Ihr könnt mal den Muskel auch anspannen und entspannen und euch richtig reinsinken lassen. Dann ein bisschen den Druck erhöhen, zum Beispiel aus den Beinen wirklich ein bisschen nachdrücken. Und dann die Stelle wieder ändern. Bis ihr wirklich eine Erleichterung verspürt. Das waren die Übungen für heute. Probiert sie mal aus. Ich bin sicher, wenn ihr die regelmäßig ausführt, dass es sich bessern wird mit den Spannungskopfschmerzen. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie mir unten drunter. Abonniert den Channel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.